Hallo meine Süßen, ich möchte euch heute ein Aufgebraucht-Video zeigen. Ich habe wieder ganz viel Müll gesammelt. Also wirklich viel Müll. Da ist er. Und ich dachte mir, ich zeige euch das Ganze mal, weil es wird so langsam eng in dieser Tüte und wir wollen ja auch nicht, dass die Videos zu lange werden. Und deswegen fangen wir auch direkt mal an. Angefangen mit einem Deo von Garnier Minerals. Pure Frische, ohne Aluminium und 24 Non-Stop Spray. Hier fand ich einfach gut, dass man hier den Verschluss hat, dass eben gerade wenn die Kiddies da rumrennen und vielleicht doch mal in die Handtasche gehen oder doch mal irgendwo drankommen, man lässt es mal stehen, dass man da eben draufdrücken kann und da passiert nichts. Das finde ich halt an diesen Garnier-Teilen total gut. Ich weiß nicht, ob andere Firmen das auch haben, das müsste ich vielleicht mal schauen. Aber deswegen habe ich mir die halt immer wieder gekauft und mache ich auch ständig. Ich habe noch ein anderes jetzt da. Ja, finde ich gut. Hat auch das gemacht, was es machen soll. Aber ich bin jetzt auf der Suche nach einem, was ein bisschen einen besseren Geruch hat. Also ich finde, das riecht halt nur frisch und nicht sauber frisch, sondern einfach nur, ich habe mir jetzt irgendwie künstlich was draufgesprüht. Und das mag ich halt an dieser Duftrichtung nicht. Ich habe jetzt noch ein anderes von Garnier da. Das finde ich eigentlich ganz gut, aber das zeige ich euch dann im nächsten Aufgebraucht-Video. Auf jeden Fall ist das ein gutes Produkt. Und ich finde halt diese Kindersicherung super. Dann leer geworden ist mein Balea Reinigungsmousse-Schaum. Da steht auch jetzt schon eine neue Flasche da, ist auch schon wieder fast leer. Müsste ich mir also wieder nachkaufen in einer Woche ungefähr. Finde ich super, super gut. Ich habe ja Problemhaut, habe ich ja schon mehrmals erwähnt. Und da ist es eine wirklich super schöne Reinigung und es reizt meine Haut nicht, es trocknet sie nicht aus. Da gibt es ja noch das Reinigungsölmousse, glaube ich, heißt das. Das finde ich auch super, das gab es aber damals nicht. Und da bin ich zu dem hier umgestiegen und bin irgendwie da jetzt hängen geblieben und bleibt da wahrscheinlich auch. Es ist seifenfrei, brennt nicht in den Augen. Also ich wasche mir damit auch den Rest meines Make-ups an den Augen runter, was ich halt alles nicht abgekriegt habe mit meinem Micellenwasser. Und ist mit Kaschmir-Extrakt. Finde ich eine super schöne Pflege, benutze ich morgens und abends und werde es mir wahrscheinlich immer und immer wieder nachkaufen. Dann noch ein Deo, was leer geworden ist. Ich wollte mal diese kleinen Kompaktgrößen ausprobieren und testen, ob sie wirklich so lange halten wie die großen. Und das Ergebnis ist, ich würde sagen, ja, relativ. Aber ich finde es, ich weiß nicht, da finde ich halt wieder doof, dass hier kein Schutz mit bei ist, also dieser Verschließschutz. Deswegen werde ich mir das auch nicht mehr so schnell kaufen. Ich muss mal gucken, ob es von Garnier oder eben von anderen Firmen, die kleiner sind, auch mit Schutz gibt. Dann würde ich das schon auch wieder kaufen. Vom Duft fand ich das recht frisch, aber sauber frisch. Also im Vergleich zu dem hier finde ich das hier besser vom Geruch. Genau, das ist die Geschmacksrichtung Granatapfel, Zitrone, ja, Zitrone und... Riecht mehr nach Granatapfel und nach künstlichem Granatapfel als alles andere. Also ist okay, aber kaufe ich jetzt halt auch nicht mehr nach. Dann leer geworden ist mein Balea More Blonde Shampoo. Habe ich mir einfach mal nur aus der Not gekauft, weil ich dachte, es würde mir die Haare so ein bisschen auffällen. Habe ich mir, glaube ich, im Sommer gekauft. Habe ich jetzt einfach leer gemacht. Halte ich nicht viel von. Ist in Ordnung, aber aufgehellt auf gar keinen Fall. Dann leer geworden und ein bisschen schmodderig ist mein Real Arzneibad Erkältungsbad mit Eukalyptusbad. Ist in Ordnung, aber ja, da tut es glaube ich jedes andere auch. Also muss es nicht das von Real sein, würde ich jetzt behaupten wollen. Dann habe ich einmal leer gemacht das Garnier Fructis Kraftzuwachs Serum. Ja, weiß nicht. Also ich finde... Es verspricht ja, dass die Haare schneller wachsen, dichter wachsen und kein Haarausfall und blau und überhaupt. Kann sein, dass es funktioniert. Es fettet nicht nach, also man kann es schon auf die Haare geben und in der nächsten Zeit dann rausgehen. Das ist nicht das Problem. Was ich aber doof finde, das Produkt kostet, glaube ich, um die 9 Euro. Ich will jetzt nicht lügen, ich werde euch den exakten Preis nochmal reinschreiben. Ist auf jeden Fall recht teuer und... dieses Ganze hält nur, wartet mal, wie lange hält der ganze Mist? Ich glaube, also man soll es 90 Tage anwenden und es hält, glaube ich, eine Woche und dann ist das Zeug leer. Deswegen finde ich, dass es nicht ganz so praktisch ist, nicht so wirklich günstig. Kann ich auch zum Friseur gehen und mir eine andere Behandlung machen lassen oder eben zum Hautarzt, zum Dermatologen und da was machen lassen. Glaube ich, kommt man preislich fast gleich raus, wie wenn man das hier wirklich 90 Tage lang durchnimmt. Also... ich weiß nicht. Ich halte nicht viel von, kaufe ich auf keinen Fall wieder. Dann leer gegangen ist ein Dove Intensiv Repair Spülungsgedöns mit Keratin Reparatursystem. Super, super, super geile Pflege für ein Drogerieprodukt. Riecht auch unheimlich schön und große, große Liebe. Wird nachgekauft, definitiv. Sobald meine anderen Sachen leer sind, werde ich wahrscheinlich darauf wieder zurückgreifen.
Dann habe ich einmal leer gemacht, mein Garnier Micellenwasser. Das war die Probegröße. Ich wollte nur eine kleine haben, um zu testen, ob ich das Zeug vertrage, bevor ich mir was Großes kaufe. Und ich fand es echt super gut. Ich habe so drüben im Badezimmer meine große Packung stehen. Ja, kaufe ich mir auf jeden Fall wieder und wieder und wieder. Und mal gucken, ob ich irgendwann mal das Original Micellenwasser ausprobiere. Aber bis jetzt tut das halt auch seinen Job. Dann leer geworden wieder ein Shampoo von Balea. Beautiful Long Shampoo mit Phytokeratin. Fand ich gut. Würde ich mir auch wahrscheinlich wieder kaufen, wenn ich mal wieder in der Not wäre. Aber ich bin eben von dieser DAF-Reihe so überzeugt, dass ich wahrscheinlich eher zu dem greifen würde. Aber es ist auch eine preisliche Geschichte. Das ist natürlich teurer als das. Hat beides Keratin drin. Also daher muss man wissen, was man mehr mag. Wer Balea mag, kann das gerne probieren. Wer DAF mag, kann das gerne probieren. Ja. Dann ein Men's Heath Power Cooling Shower Gel. Da müsste ich jetzt einen Cut machen und meinen Freund fragen, wie er es findet. So, ich habe dann mal eben einen Cut gemacht, weil ich zwei Produkte nochmal bewerten lassen musste von meinem Freund. Die sind nämlich hier in der Tüte auch mit drin. Also ich mache immer so die ganze Familie in eine Tüte. Und zwar ist das einmal das Men's Heath Cooling Shower Gel, was ja auch nicht gerade sehr, sehr günstig ist. Ich habe ihn jetzt gefragt, wie er es fand. Also er fand, man hat diesen Cooling-Effekt einfach gar nicht gemerkt. Der Duft war auch nicht gerade super und mit Cooling-Komplex, Koffein und Tigergras, also die absolute Abkühlung nach dem Sport, fanden wir beide nicht. Ich habe es auch schon probiert. Der Duft ist eigentlich recht angenehm, also der Duft kann man schon sagen, ist nicht schlecht. Aber so an sich hat es einfach nicht wirklich viel gemacht und gepflegt auch nicht und unnötig. Dann zu diesem Produkt, das habe ich hier gleich zweimal drin. Und zwar ist es von Axe, das Anti-Marks Protecting Deo Spray. Hier hat er jetzt bestätigt, dass man keine, also er hatte zum ersten Mal das Gefühl, dass man A, keine weißen Rückstände auf schwarzen T-Shirts hat und B, keine gelben Rückstände auf weißen T-Shirts hat. Und das ist eine Sache, die finden wir beide super wichtig, weil wir tragen sehr gerne weiß und jedes Mal diese gelben Ränder, die man irgendwann bekommt, ist einfach nicht schön. Und was er auch bestätigt hat, dass man eben, wenn man das drauf sprüht, unten, wenn man so drunter fährt, trocken bleibt, so wie in der Werbung. Also wer die Werbung kennt, weiß, was ich meine. Ich werde die mal unten in die Infobox verlinken, ich finde die so lustig. Ja, jedenfalls kann er das bestätigen, der Duft ist schön und man riecht nicht nach Schweiß, auch wenn man mal doch schwitzen sollte. Jetzt zum Beispiel im Sommer, ich glaube, da kann man es nicht immer ganz vermeiden. Aber ist definitiv bis jetzt das beste Deo, was wir ausprobiert haben. Ich selbst benutze es auch manchmal, weil ich den Duft total gerne mag. Und ich finde es einfach super, dass man eben keine Rückstände hat. Also das können wir von der Werbung her bestätigen, das ist definitiv so. So, dann leer geworden sind meine Evelyn Wattepads. Da kaufe ich eigentlich immer die, die es gerade irgendwie per Hand gibt und groß sind und viele drin sind. Und aber immer mit dieser Riffelung so ein bisschen drin. Also das muss schon sein. Dann leer geworden ist die Blendermate 3D White Lux. Also ich hebe immer die Kartons auf statt die Tuben, weil ich finde, die Tuben sind immer so eklig in die Kamera zu halten. Die Brilliant Glanzreihe ist das hier. Die fanden wir ganz gut, aber ich fand sie ein bisschen zu vom Geschmack nicht so lecker. Und deswegen werde ich mir die wahrscheinlich auch nicht wieder kaufen. Dann werde ich dann noch wieder zu meiner altbewährten Blendermate Whitening Normal. Ich weiß nicht, wie sie genau heißt, zurückgreifen. War okay, habe ich auch zugeschickt bekommen. Ich glaube, die war sogar in der Rossmann Box drin. Beauty Box, schön für mich Box. Bin mir gar nicht mehr sicher. Fanden wir okay, hat auch die Zähne optisch weißer gemacht, würde ich schon behaupten. Aber ich mag den Geschmack nicht und deswegen weiß ich nicht, ob ich ihn so schnell wieder kaufen würde. Ja, dann habe ich hier auch wieder nur die Packung aufgehoben. Und zwar sind das meine Wilkinson Lady Protector Rasierer. Also der Rasierer und die Köpfe davon. Finde ich gut für die Reise. Finde ich gut, weil sie klein sind und eben doch relativ viel drin sind. Ich glaube, der hat sogar nur 5 Euro gekostet dafür, dass 6 Klingen mit dabei waren. Die 5 Klingen und eine Klinge war schon dran. Daher also doch 6 Klingen. Es war eine Limited Edition, die war so lila mit Blümchen und Schmetterling drauf. Die habe ich auch noch, die halten auch echt gut und man schneidet sich nicht so schnell damit. Fand ich okay, aber ich bin bei Rasierern eh nicht ganz so anspruchsvoll, weil ich eben bei mir auf Arbeit mir halt die Beine auch wachse und so und dann ist da nicht so viel zu machen und deswegen ist das in Ordnung. Ja, ich kaufe aber immer das, was halt gerade im Angebot ist. Dann haben wir hier, liebe Angie, sei gegrüßt. Und zwar ist es von Biene Maya, das Badeöl. Und das riecht so toll. Wir haben alle darin gebadet. Alle. Man muss sich danach nicht mehr eincremen. Also das ist so schön. Also die ganze Reihe ist toll. Wir haben noch das Shampoo und die Creme.
und die sind mega gut. Also das ist ein Produkt von Bloomfield und die liebe Angie, meine kleine Zuckermaus, hat mir das, beziehungsweise hat das mein Sohn mitgebracht. Und er hat sich nämlich erzählt, dass er so Probleme hat mit der Haut, dass die immer so schnell trocken ist, gerade jetzt im Winter auch sowieso wieder. Und da hat sie mir das mitgebracht als Geschenk, beziehungsweise ihm mitgebracht. Und damit haben wir jetzt immer gebadet. Und es ist wirklich göttlich. Der Duft ist toll. Also die gesamte Pflegereihe, die Biene Maya von Blumenöl, Bloomfield, kann ich nur empfehlen. Danke, danke, Angie, dass du mir das mitgebracht hast. Ich finde sie so, so schön, diese Reihe. Und kann sie wirklich jedem, der irgendwie Probleme oder Kinder hat, die sich nicht gerne eincremen lassen, empfehlen. Damit kann man baden und man ist danach eben doch schon eingecremt und hat ein super Gefühl. Ach, und man rutscht in der Badewanne nicht aus, das ist auch super wichtig zu sagen. Dann ein Produkt, was bestimmt jeder kennt und was ich mir schon hunderte Mal nachgekauft habe und immer der Deckel fehlt, ist die Glistkur Hair Repair Spülung, die man so ins Haar sprüht und drin lässt. Die benutze ich eigentlich immer nach dem Haarewaschen. Immer, 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 immer. Da gibt es nichts anderes, da kommt nichts anderes ins Haus. Funktioniert für mich super gut und mal schauen, ob irgendwann mal jemand kommt und mir sagt, das und das Produkt ist besser, benutzt doch mal das. Bisher ist das nicht passiert und ich mag den Duft und ist für mich so ein Kindheitsding. Das hat mir meine Mama gekauft, da war ich noch ein kleines Kind. Kleines Kind ist jetzt übertrieben, aber so Jugendliche, nein, auch Jugendliche nicht. Sagen wir mal 11, 12. Und ich habe mir die Haare immer nicht so gern gekämmt, weil ich hatte sehr lange Haare und fand das immer so doof, nach dem Waschen mir die Haare zu kämmen. Da hat meine Mama mir das reingesprüht. Das roch gut, es war rosa, hatte zwei Farben und die Haare konnte man super durchkämmen. Also das ist so für mich so ein Kindheitsprodukt, was ich wahrscheinlich immer alleine schon wegen dem Duft immer nachkaufen werde. Wer kennt's, kannst du mir gerne mal in die Kommentare schreiben, welches Produkt es bei euch ist, was euch immer wieder in eure Kindheit zurückversetzt. Das ist definitiv eine der Produkte, die es bei mir so macht und kaufe ich auch immer, immer wieder nach. Dann leer geworden ist hier ein Caudalie Polyphenol Reinigungsöl im Sinne von Overnight Detox Öl. Das macht man sich, nachdem man das Gesicht gewaschen hat, drauf. Lässt es einwirken über Nacht, wacht morgens auf und wäscht sich das Ganze ab sozusagen. Und über Nacht wurden die Poren geöffnet, der Dreck wurde nach draußen transportiert. Dann nimmt man den Ölfilm runter, obwohl ich immer das Gefühl so schön habe. Also ich mag das Gefühl, morgens wach zu werden, wie das Gesicht aussieht und wie schön es sich anfühlt nach diesem Öl. Aber es muss leider runter, weil da ist ja so viel Schmutz im Öl dann drin. Ja, das habe ich bestimmt schon zum 100. Mal leer gemacht, weil ich mir irgendwann mal die Full-Size-Größe kaufen. Ah ja, hier, Reinigungsölfluid. Das war das, was ich vorhin meinte mit diesem Produkt hier. Das ist mega, mega gut. Muss man aber aufpassen mit den Augen, weil da dieser Ölfilm sich doch mal auf die Augen legen kann, wenn man die Augen auch damit abwaschen sollte. Deswegen finde ich das hier schon etwas besser, weil es ist ölfrei. Aber für Leute mit trockener Haut würde ich euch das empfehlen, wenn es das bei euch bei DM gibt. Weil bei mir gibt es das nicht in jedem DM. Keine Ahnung warum. Oder ist es immer ausverkauft? Das kann natürlich auch sein. Aber die zwei Produkte finde ich super gut, benutze ich sehr gerne und kann ich euch weiterempfehlen. Dann noch ein Produkt von meinem Freund, und zwar Head & Shoulders 2-in-1 Apple Fresh. Er ist irgendwie bei Head & Shoulders hängen geblieben, bis auf jetzt. Jetzt hat er mal ein anderes Produkt ausprobiert. Ich bin gespannt, was er dazu sagt, wenn es aufgebraucht ist, ob er wieder zu Head & Shoulders geht oder ob er das andere Produkt weiter bevorzugen würde. Ist ein super Shampoo, habe ich auch schon ab und an benutzt, wenn die Kopfhaut zugereizt war, habe ich das dann mal drauf gegeben, bis meine Friseurin mir mal meinte, soll ich bitte nicht mehr machen, weil es dann meine Haut noch mehr reizen würde. Ich habe halt sehr empfindliche Haut. Ja, aber ist ein super Produkt, benutzen wir eigentlich durch die Bank weg, benutzt er das eigentlich immer wieder. Ja, dann habe ich leer gemacht ein Body Butter von The Body Shop. Ja, ist The Body Shop halt nicht. Ich bin jetzt nicht der größte Fan von diesen Body Butters, bin ich ganz ehrlich, weil ich mich nicht gerne so eincreme am Körper. Das mag ich, dann öle ich mich doch lieber ein. Deswegen, also der Duft war super, aber sehr, sehr künstlich. Ich mochte davon aber das Duschgel mochte ich davon total gerne von dieser Reihe. Ich habe so ein komplettes Geschenkepaket bekommen. Habe ich leer gemacht, war okay. Pflegt auch schön, kann man jetzt nicht sagen, aber ich mag diesen extrem künstlichen Geruch hierbei nicht so gerne. Ja, also jetzt habe ich genug gequatscht. Es war ja wirklich reichlich viel Müll. Mein Bett liegt gerade voll damit, mein Kind spielt damit und ja, wenn es das Kind glücklich macht, dann sammle ich auch bis zum nächsten Mal wieder Müll, damit mein Kind wieder damit spielen kann. Ich hoffe, es waren ein, zwei nützliche Tipps für euch damit bei oder auch Produkte, die ihr gerne mal ausprobieren möchtet. Ihr könnt mir ja gerne mal reinschreiben, was für Erfahrungen ihr gemacht habt in die Kommentare. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder, wenn es heißt, ich habe Müll gesammelt. Und bis dahin wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Muah!